Hallo meine lieben Freunde, hallo ihr lieben Menschen da draußen, herzlich willkommen zu meinem Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal, wenn ihr aufgrund des Titels raufgeklickt habt. Ja, ich möchte heute mal nichts über Beauty oder sowas berichten, sondern es ist ein lang ersehntes Video, nämlich zum Thema Schnarchen und über meine Erfahrung zu den ganzen OPs, die ich machen lassen habe, damit ich nicht mehr schnarche. Und ja, ich habe euch auch in so eine Art Vlog mitgenommen, aber ja, es gibt einiges zu berichten. Ich erzähle euch hier wirklich meine ganzen Erfahrungen und dann würde ich sagen, bleibt dran, abonniert sehr gerne meinen Kanal und dann viel Spaß. Ja, bevor ich euch quasi mitnehme zu meinem, eine Art Vlog, wie es mir nach der OP ging, muss ich natürlich einmal erstmal erzählen, worum es genau geht. Also, ich schnarche, also ich würde sagen, da sind einige Wälder, die da schon abgesägt werden konnten durch mein Schnarchen. Und ich bin auch total im Tiefschlaf. Das Einzige, was ist, dass ich manchmal im Schlaf aufgeschreckt bin, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr. Und das hatte ich aber recht lange. Und als erstes habe ich dann bei meinem HNO-Arzt ja quasi das auf meine Nase zurückgeführt. Ich glaube, das ist vielleicht das Erste, was man so macht, also was ich auf jeden Fall gemacht habe. Und dort wurde dann geguckt, ja, oder gemessen, wie viel Luft ich durch die einzelnen Nasenlöcher bekommen habe. Und durch dieses Nasenloch kam sehr wenig Luft. Also eigentlich gar nicht Luft. Ja, und dann wurde ein Termin gemacht. Das war 2017 im Krankenhaus, wo denn die Nasenscheidewand begradigt werden sollte. Und ich muss aber sagen, ich habe davor, bevor ich mir überlegt habe, das operativ irgendwie zu versuchen, alles Mögliche ausgegeben an Geld, an Produkte, die angeblich gegen das Schnarchen helfen sollen. Bei mir persönlich hat es halt nicht geholfen. Es kann sein, dass es bei anderen hilft. Das war sowas wie so ein Band, der den Kiefer zusammenhalten soll, dass der Mund nachts nicht aufgeht und man nicht halt so schnarcht. Ich kann es jetzt nicht mehr so gut nachmachen, aber ja, ihr wisst. Dann hatte ich hier so ein Strip. Keine Ahnung, was der eigentlich bewirken sollte, aber das stand halt auch an die Schnarchen drauf. Dann hatte ich eine Zahnschiene, dass der Unterkiefer, aber ich habe eigentlich keinen richtig dollen Überbiss, also das ist schon recht normal, dass der Unterkiefer halt weiter nach vorne geschoben wird, dass hinten ja dieses Schnarchgeräusch nicht entstehen soll. Was hatte ich noch? Der Höhepunkt war, das habe ich, ich weiß nicht, ob ihr Coupon kennt, da mal gesehen. Und zwar ist das ein Armband gewesen. Und wenn man schnarcht, hat so ein Mini-Elektroschock, das klingt jetzt hart, gegeben. Und für mich war das richtig unangenehm. Das habe ich dann auch nicht wirklich benutzt. Und es hat wirklich nichts funktioniert. Und dann hatte ich den Termin im Krankenhaus. Und da muss ich einmal sagen, ich bin eh ein Schisser und ein Angstpatient. Ich will jetzt das auch gar nicht so ausweiten, dass ich da nicht irgendwie trigger oder so, aber nur halt sagen, ich bin jemand, der da auch vor Vollnarkosen Angst hat. Es gibt welche, die da total locker mit umgehen und ja, davor hatte ich auch schon Narkosen und OPs, andere, aber es ist immer wieder das Gleiche. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass das von den Schmerzen her wirklich gut aushaltbar war. Also ich hatte diese OP im Krankenhaus und danach war ich 3 Tage im Krankenhaus noch. Es war alles mit so Tamponaden, also Tampons für die Nase natürlich ausgestopft und so. Und ich habe auch und bekomme auch immer noch richtig toll Luft durch die Nase. Also ich habe richtig gemerkt, so boah krass, wenn ich einatme, dann ist das hier immer gleich zugegangen, aber das ist richtig, richtig toll. Nur leider hat es überhaupt, wirklich überhaupt nichts am Schnarchen geändert.
Ja, und dann, wir haben jetzt 2022, ist eine Menge Zeit ins Land gegangen. Und dieses Schnarchen, wie gesagt, ist wirklich immer noch so doll gewesen. Und das Schnarchen ist sogar eher schlimmer geworden, wahrscheinlich durch die nächste Schwangerschaft, die dann kam. Und dann sagt man ja auch, irgendwie das Gewebe wird weicher und dann kann es halt auch Nebeneffekt sein, dass das Schnarchen dann schlimmer wird. Ja, und dann habe ich beim HNO-Arzt nochmal einen Termin gemacht und gesagt, es geht nicht mehr. Ich schnarche wirklich so doll, dass es überhaupt nicht mehr schön ist. Und für den Partner ist es natürlich dann auch so, immer mit Ohrstöpseln oder so muss ja auch nicht sein. Aber ja, dann hatte ich ein Gerät bekommen. Vielleicht kennen einige das schon, die sich mit dem Thema auskennen oder die auch betroffen sind. Das ist dann hier so eine Verkabelung, ist nichts Schlimmes. Muss man hin und dann wird das angebracht und dann schläft man damit. Halt unbequem und da wird dann halt gemessen, erstens, ob es Schnarchatemaussetzer gibt. Es gibt ja auch diese Krankheit, die dann auch wirklich gefährlich sein kann, wenn man sehr lange und oft Atemaussetzer hat. Und man kann auch so ein bisschen hören oder messen, woher das Schnarchen kommen kann. Das wurde gemacht. Bei mir war es schon krankhaft, diese Atemaussetzer, aber nicht gefährlich. Also nicht so, dass es wirklich sehr gefährlich war, aber trotzdem schon so, dass es die Krankenkasse übernommen hat. So, ich erzähle euch jetzt nochmal, was bei mir gemacht wurde. Ich habe hier aber mir das aufgeschrieben, weil ich das natürlich fachlich nicht so formulieren kann. Aber wie gesagt, das ist nur auf meine OP, auf meinen Körper, auf meinen Mund bezogen und nicht auf euren. Deswegen lasst euch ärztlich beraten, behandeln, ne? Alles die individuelle Sache. Bei mir wurde die sogenannte UVPP gemacht. Und da gibt es halt einmal den Unterschied zwischen einer Laser-UVPP und einer stationären UVPP, die wird dann im Krankenhaus gemacht. Da wird dann nicht gelasert, sondern, oder nicht nur gelasert, sondern auch geschnitten und genäht. Das ist dann natürlich ein noch aufwendigerer Eingriff mit noch mehr Nebenwirkungen und noch mehr Risiken oder stärkeren Nebenwirkungen gegebenenfalls und stärkeren Risiken. Bei mir wurde das mit Laser gemacht und zwar mit Radiofrequenz. Das ist eine sehr schonende Lasermethode und ein paar Schnitte wurden gemacht. Und zwar ist das die monopolare Stichkoagulation, heißt das, und Radiofrequenz. Aber ja, was genau da gemacht wurde, also zum einen wurde bei mir das Zäpfchen nach oben gemacht. Ich mache das extra nicht fachlich mit den Begriffen, weil ich es einfach nicht weiß. Ich formuliere das jetzt so, wie ich es verstanden habe und wie sie mir das quasi in der Umgangssprache erklärt hat. Also das Zäpfchen wurde höher gesetzt, dann wurden Schnitte am Gaumensäge gemacht, und dadurch durch die Vernarbung, dass das halt gestrafft wird. Dann wurden die Mandeln nicht entfernt, sondern auch durch Laser verkürzt, dass es offener ist. Und dann wurde der Zungengrund, also hier sind die Zähne, da ist der Mundeingang und hier geht die Zunge so runter. Und das wurde dann halt auch weg, also das Gewebe und so, das wurde halt hier etwas weggenommen, dass hier mehr Platz ist. Und das habe ich auch gemerkt. Also meine Zunge ist immer gegen das Zäpfchen und meine Zunge ist sogar so, ja, groß, habe ich auch gemerkt, dass sie halt teilweise den Atemweg, wenn ich geschlafen habe, anscheinend abgedichtet hat. Und dann habe ich halt keine Luft bekommen. Und das habe ich halt auch gemerkt. Ja, ich blende euch jetzt erstmal die Sequenzen ein, wie es mir nach der OP ging. Und das zeige ich euch nur, weil es gibt wirklich so viel im Internet. Und ja, ich habe auch gegoogelt und auch in Foren gelesen, was man nicht machen soll. Für mich war es jetzt nicht so schlimm. Ich möchte euch aber das zeigen, wie gesagt, weil man denkt, es ist ein kleiner Eingriff vielleicht, aber es ist doch nicht zu unterschätzen. Für mich hat es sich schon gelohnt.
aber ich habe auch ein paar Nebenwirkungen. Erster Tag, ein paar Stunden nach der OP. Schon schmerzhaft und Druck, aber es geht. Spargelcremesuppe. Es ist jetzt Tag 2. Ich konnte im Sitzen schlafen, weil dieser Schlotter, ich konnte ihn ja nicht auspusten und dann ist er irgendwie hier hinten in meinem Rachen so steck gewesen und sehr nervig. Schmerzen sind sehr gut erträglich, aber ich habe ja auch so viele Schmerzmittel. Und weil ich 3 Schmerzmittel habe und habe jetzt aber nur 2 genommen. Ja, der doch ein Antibiotika und einmal Cortison. Vielleicht geht's zur Nachsorge. So, eben bei der Nachsorge ist alles wunderbar. Heute ist Donnerstag, Montag ist wieder Nachsorge. Bin richtig beballert durch diese Medikamente. Ja, und jetzt wieder Spargelsuppe am Start. Ich zeige euch mal die Medikamente, die ich bekomme. 19 Uhr, ich wollte euch mal zeigen, was ich nämlich bekomme. Einmal hier so ein Antibiotikum, morgens und abends, dann Tramadol, das ist ein Schmerzmittel. Da steht 2x pro Dosis, also 3x2, aber ich nehme 3x eine, weil das ja, geht halt so. Und die machen einen richtig, ja, wie so angeschwipst, ne? Ein Dauerschwips. Dann habe ich hier einmal Diclofenac. Das ist auch ein Schmerzmittel zum Auflösen, hat mein Mann das extra geholt, der hat das so lieb gemeint, aber es schmeckt so eklig. Aber Tablette ist auch scheiße, also ja. Und dann habe ich hier Prednison, das ist Cortison. Und dann 2 Tage, 2 morgens, 2 Tage, 1 morgens und 2 Tage, 1 halbe, das setzt man dann langsam ab. Ja, ansonsten ernähre ich mich von Suppe jetzt. Ich hatte den ersten Tag, also gestern, so Hunger und da habe ich dann Brot ohne Kruste, aber das, also Brötchen ohne Kruste, aber das war echt ein Fehler. Jetzt seitdem Spargelsuppe. Heute zur Abwechslung, heute Abend gibt es Brokkolisuppe. Schmerzen habe ich keine. Das Einzige, was komisch ist, ist, sie haben ja auch vom Zungengrund was abgenommen, das fühle ich, dass da was fehlt. Also die Zunge weiß gar nicht richtig, wie sie liegen soll. Ist ja wie eine neue Zunge, wie so ein, ja, keine Ahnung. Aber ich bin wirklich gespannt. Viele haben, wie gesagt, geschrieben, es soll wehtun. Erst nach dem 4. Tag oder so. Tja, mal gucken. Montag habe ich wieder den Termin. Ja, und ich bin richtig so, ja, richtig betüdelt. Total müde, träge, ja. Aber Schmerzen durch die Schmerzmittel, wie gesagt, keine. Ich bin sehr gespannt. Im Moment schnarche ich durch den Schnodder. Man darf ja auch nicht pusten oder sowas. Nicht auspusten und nicht räuspern. Dadurch schnarche ich. Ich bin sehr gespannt, wenn das weg ist, ob ich das was geholfen hat oder nicht. Ja, jetzt werde ich mal meine Spargelsuppe. Die habe ich nochmal durchgesiebt und extra hier zum großen Topf, dass da keine Stückchen sind. Faden verloren. Ja, meine Suppe kühlt ab. Die werde ich jetzt gleich essen. Dann meine Midis einschmeißen. Und dann melde ich mich morgen wieder. Tag 3, dann morgen. 2. Tag nach der OP. Also, bis gleich. 3. Tag. Seit der OP.
Ja, ich dachte, weil ich diese Tabletten so krass schummerig machen, lasse ich mal eine weg. Das geht aber nicht. Dann kommt der krasse Schmerz und deswegen bin ich wieder auf Tabletten. Das nervt mega, mega, mega. Ansonsten bin ich mega müde und kann aber noch nicht richtig sprechen. So, ihr Lieben, ich wollte mal wieder ein Update geben. Heute ist Sonntag, Tag 5 nach der OP. Dienstag war ja die OP letzte Woche. Die ersten Tage bis gestern ging es echt gut. Ich hatte sogar dieses Tamal, was krasses Schmerzmittel oder ein krasses Mittel ist, weil es so heil macht. Das hatte ich sogar abgesetzt für 2 Tage fast. Und gestern gab es so krasse Schmerzen. Also ich bin erst um 3:30 eingeschlafen, bin doch wieder Tramal genommen. Oh, mein Doppelkinkel. Hab doch wieder Tramal genommen und ja. Morgen ist wieder Nachsorge. Bin ich mal gespannt, was sie sagt. Das Gute ist, das Antibiotika habe ich jetzt durch, das muss ich nicht mehr nehmen. Und ja. Beim Cortison müsste ich noch eine halbe Tablette nehmen. Heute und morgen. Aber wenn ich die teile, dann ist das so spitz. Die Tablette natürlich, dass ich da echt Schiss habe, die zu schlucken, muss ich sagen. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ja. Ich hatte sogar ja ein YouTube-Video geschafft zu machen. Weil es einigermaßen ging. Aber tja. Das war bergauf und jetzt geht es wieder bergunter. Ich glaube, das ist alles normal. So, ich komme jetzt direkt von der Nachsorge und das sieht wüst aus, aber gut. Ich kann auch wieder Festeres essen. Und es ist erst im Juli richtig abgeschwollen. Das ist richtig krass, dass es so lange dauert. Ja. Hallo. Ich vergesse immer zu vloggen. Jetzt habe ich das Handy hier so komisch abgestellt, aber egal. Heute ist Montag. Direkt eine Woche, Quatsch, Dienstag, direkt eine Woche nach der OP. Ich hatte auch schon den zweiten Kontrolltermin. Alles okay. Ich darf duschen, Haare waschen, wieder was Normales essen. Muss erst im Juli wieder hin. Habe heute eben jetzt das erste Mal wieder die Haare gewaschen. Das tut so gut. Gestern war echt die schlimmste Nacht. Denn ich war 24 Stunden ohne Medikamente. Und mein Körper, weil ich ja so selten was nehme, hat sich so an diese Plattmacher gewöhnt. Also Plattmacher meine ich mit hier Wegdröner, Besowski und so. Dieses Tramal, es hat mich so weggebeamt, obwohl ich wirklich anstatt 2 Tabletten pro Dosis eine genommen habe. Ich glaube, das waren 100 Milligramm, ja. Oder 10, nee, 100, ne? Ach, auf jeden Fall ist mein Körper das nicht gewohnt und ich konnte richtig gut dadurch schlafen. Was ich aber auch nicht angenehm fand, weil ich mag auch nicht betrunken einschlafen. Also es war nicht angenehm, aber mein Körper hat sich dann gewöhnt. Und gestern war ich halt clean, nüchtern. Ich war die ganze Nacht fast wach, weil mein Körper das nicht mehr gewohnt war. Es war mega gruselig und überhaupt nicht schön. Ich hoffe, diese Nacht wird besser, weil ich bin so übermüdet. Also kennt ihr das, wenn ihr so drüber seid, dass ihr, erstmal merkt man das nicht mal irgendwann, wenn man über dem toten Punkt drüber ist und dann wieder über den nächsten Punkt, kommt man leicht ins Schwitzen und man ist fertig und man ist nah am Wasser gebaut und ich will einfach einmal schlafen. Ja, reden kann ich auch ein bisschen besser. Ich wollte euch das schon gerade zeigen, aber mache ich nicht. Es dauert tatsächlich bis Juli, bis es komplett abgeschwollen ist. Ja, ich habe heute, weil ich echt auch Schmerzen hatte, dann nochmal, aber nicht Tramal, sondern ein leichtes Schmerzmittel, was mich auch nicht so benebelt, also gar nicht benebelt macht, genommen. Ja, voll Euphorie habe ich Pizza versucht zu essen. Es ging aber, es ist so anstrengend, weil ich ja trotzdem viel kauen muss. Ja,
Das war zu anstrengend. Ja, also auf jeden Fall bis die Tage. Ja, ich hoffe, das war nicht zu abschreckend, aber wie gesagt, mir war es schon wichtig, dass man weiß, das ist jetzt auch nicht, auch wenn es ambulant war, kein Zuckerschlecken. Und ja, im Nachhinein, es hat wirklich gedauert. Die Nebenwirkung, die ich auf jeden Fall habe, ist, dass, wenn ich was trinke, kann das hinten nicht mehr so abschließen. Also wenn man schluckt, und das heißt Sprudelwasser oder so, oder ich trinke auch gerne Cola, dann kommt da immer so ein bisschen Sprudel in die Nase. Dann habe ich auch, und das hatte ich auch gelesen, bisschen Probleme, das R wieder richtig auszusprechen. Aber das funktioniert ganz gut. Also es ist nicht so krass, aber man hört es vielleicht. Also R, 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 das ist schon so ein bisschen anders. Mich stört es nicht. Da kann man viel üben. Und bei mir klappt es, glaube ich, ganz gut, dass ich mich darauf konzentriere, dass die Zunge dann halt höher geht, ne, beim R aussprechen. Also so, wenn ich rede, so wie jetzt, dann eben beim Reden, dann geht das eigentlich, ne? Aber klar, es kann sein, dass man einen Unterschied hört, aber mich stört es jetzt nicht groß. Das Einzige ist halt wirklich, dass das Sprudel in die Nase so ein bisschen hochgeht. Aber jeder empfindet das ja auch anders und jeder ist ja anders sensibel. Ja. Was das Schnarchen angeht, es ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden, aber es ist noch da. Nun weiß ich aber auch, also wenn ich ins Spiegel gucke und da sah es sehr wüst aus, das ist jetzt aber richtig toll abgeschwollen, aber gerade da am Gaumen hinten, wo das Zäpfchen ist und hochgesetzt wurde, da ist es halt, schwillt es als letztes ab. Klar, weil wenn man schluckt, da kommt das Essen immer ran und das braucht am allerlängsten und das ist aber auch da, wo dieses Schnarchgeräusch extrem verursacht wird. Ja, und deswegen, ich habe die Hoffnung, dass es sich noch deutlich minimiert, es ist aber nicht weg. Ich kann aber auch sagen, dass es, also ich habe gehört, aber das ist jetzt wirklich nur Hörensagen und auf keiner, hat kein richtiges Fundament, die Aussage, ich habe gehört, wenn man das im Krankenhaus operieren lässt, also halt nicht diese schone Lasermethode, sondern auch mit Nähen, dass es dann auch einen höheren Erfolg eher hat, angeblich, aber auch sehr viel krassere Nebenwirkungen, was Schmerzen angeht. Und ich kann euch sagen, ich hatte schon einen Kaiserschnitt, ich hatte schon eine andere OP, und die Nasen-OP und diese OP war wirklich für mich am unangenehmsten. Das muss ich klar und deutlich sagen. Und was auch ganz, ganz krass war, das hatte ich auch im Forum gelesen und dachte so, ja, bei vielen war das die ersten Tage nach der OP total easy, dass man dachte so, oh, okay, super. Und tatsächlich erst bei mir auch ab dem, ich würde sagen, 8. Tag, 7., 8., 9. Tag irgendwie so drumherum, ging es mir auf einmal so viel schlechter auf einmal, nachdem es einem ja so gut ging, direkt nach der OP. Und das hatte nicht nur mit den Schmerztabletten zu tun. Und ich glaube, da, jetzt muss ich mal kurz ins Detail, sonst müsst ihr 20 Sekunden vorspielen. Am Anfang ging's und später, wo sich die Haut gelöst hat, war das mega eklig. Ne? Also diese Schicht, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal verbrannt habt am Gaumen. Ich ja. Und dann ist da erst so ein Bläschen. Bei Pizzaessen habe ich das erstaunlicherweise auch. So ein Bläschen. Und dann ist da so ein weißer Hautzippel, der dann abfällt. Und das hatte ich hinten am Rachen. Und das hing dann runter. Man darf ja auch nicht, natürlich nicht ziehen und gar nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Und das war mega unangenehm, weil das dann so im Hals hing und ich echt warten musste. Und als es dann abgefallen ist, die Haut, da war es dann ja noch, also schon so verheilt, dass die neue Haut da war. Aber trotzdem, ich glaube, da fing das an, weh zu tun. Und dann hat das echt nochmal ganz schön lange gedauert. Und jetzt ist es erst nach, also ich würde sagen, 3 Wochen später, also jetzt erst seit einer Woche,
ist es so, dass ich mich wieder gut fühle. So, also dass ich wirklich keine Schmerzen mehr habe beim Schlucken. Dass ich mich wieder vor die Kamera setzen mag, dass ich halt wieder sprechen mag, essen mag, trinken mag und sowas. Also das hat wirklich 3 Wochen gedauert bei mir. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ansonsten können wir uns sehr gerne in den Kommentaren austauschen. Und ich hoffe, euch konnte das Video irgendwie insofern helfen, dass ihr mal gehört und gesehen habt, wie es sein kann. Und wie gesagt, es ist natürlich sehr individuell, das Schmerzempfinden ist unterschiedlich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist alles ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und das ist natürlich wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr mein Video und das, wie ich es empfunden habe, nicht irgendwie als Grundlage nehmt und denkt, dass es bei euch dann so ist. Es kann besser sein, es kann schlechter sein und ja. Es war jetzt ein langes Video, aber ich glaube, wie gesagt, einige haben da schon drauf gewartet oder sich drauf gefreut. Wir tauschen uns gerne in den Kommentaren aus und ja, dann würde ich sagen, Knutscher gehen raus und bis zum nächsten Video. Nice out of time.